Hey, Church, hallo Online-Community, Online-Church. Hey, wir machen dieses Video, was sich vielleicht über YouTube erreicht oder in irgendeinem Chat, in irgendeiner Story aufteilt. Hey, weil wir einen exciting Schritt als C3 Leipzig am Gehen sind und wir dich unbedingt mit reinnehmen wollen, weil du Teil davon bist. Hey, am Anfang dieses Jahres sind wir mit unserer Jahresvision gestartet. Now, also das englische Wort für jetzt. Herz dieser Vision war 2. Korinther oder ist 2. Korinther 6, Vers 2. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Jetzt ist die Zeit, heute ist der Tag. Und wir durften in den letzten Monaten oder Laufe dieses Jahres in so vielen Bereichen kennenlernen, hey, dass trotz der Umstände wir bereit waren, Schritte im Glauben zu gehen. Egal, ob es unsere Jugend, die Youth, die gestartet worden ist, Night College, was gestartet hat, Summer Camp, was gestartet hat, so viele andere Dinge, trotz dieser Umstände. Und deswegen freue ich mich so sehr, euch heute wissen zu lassen, dass wir als Church einen weiteren Schritt in Faith gehen, ganz aktiv gehen. Und zwar, dass unser Standort Lub, C3 Leipzig, Ludwigslust, Parchim, von der Vision zur Realität wird und wir nun offiziell starten werden und nicht nur als Theorie, sondern mit Gottesdiensten vor Ort. Und wir wollen, dass du Teil davon bist. Hey, wir wollen diesen Oktober starten. Es ist Donnerstag, der 7.10. mit einer Visionsnight, mit einer Vision Night abends um 10 Uhr, wo wir als gesamtes Leitungsteam von C3, alle Bereichsleiter, Maren und ich dürfen da sein, hey, vor Ort sein wollen. Wir wollen einen Moment des Worships mit euch haben. Wir wollen euch in die Vision mit reinnehmen für den Standort da oben, für die Dinge, die wir da planen. Und wir wollen vor allem Gemeinschaft haben und dich kennenzulernen. Hey, wir wollen diesen Abend um 20 Uhr starten. Der Ort ist noch nicht 100% bekannt. Es ist, wird auf jeden Fall in der Stadt Hagenow sein. Und keine Sorge, wenn du wissen willst, wo es ist, alle Infos sind entweder auf Social Media, auf der Webseite oder aber unter dem Link als Kommentar oder Info mit reingenommen. By the way, wusstest du, dass C3 Leipzig Lub auch schon einen Instagram-Account hat, den du folgen kannst, wo du uns mit dabei sein kannst? Aber hey, wir wollen nicht nur eine Visions-Night, eine Vision-Night haben, sondern den Sonntag drauf, am 10.10. wollen wir unseren ersten Gottesdienst mit euch vor Ort feiern. Und wenn du aus der Region bist, wenn du Menschen in der Region kennst, wenn du dich in die Region berufen fühlst, dann lade kräftig ein, sei unbedingt dabei, bete mit uns gemeinsam und wir freuen uns mega darauf, was Gott da vorhat. Und warum tun wir das? Warum sind wir da bereit dafür? Hey, ein Key-Vers für uns und auch eine Key-Vision für uns als C3 Leipzig ist in Jesaja 54. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecke weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Hey Church, wir wollen gemeinsam die Zeltdecke weiterspannen. Wir wollen die Seile verlängern, um daran zu glauben, dass Gott Großes dort oben im Norden vorhat. Amen. Hey, und deswegen lasst uns nach allen Seiten hin ausbreiten. Und wir wünschen uns so sehr, dass du Teil davon bist. Ob vor Ort als einem Flock, der eingeschlagen wird, der Halt gibt. Oder du dazukommst, weil Gott dich jetzt beruft, diesen Schritt in Faith zu gehen und vielleicht Teil von diesem Plan da oben zu sein. Oder durch dein Gebet, durch dein Mitglauben, durch deine Großzügigkeit, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ich weiß, es ist crazy Faith, aber wir freuen uns so sehr auf das, was Gott da oben vorhat. Wir wollen gemeinsam in dieser Region mit dir groß teilen und wir freuen uns darauf, wenn du Teil davon bist. Bis bald.